Ich bin Optimist, oder? Ja. Das habe ich auch von Holocaust-Überlebenden gelernt. Ich war mit einer alten Frau in Auschwitz und wir waren zuerst 10 Personen und die waren alle nachher, niemand konnte mitkommen. Da war nur diese eine Frau. Sie ist mitgekommen und hat alles erzählt, oder? Und dann habe ich ihr gesagt, wie kannst du das, oder? Und sie hat gesagt, ja, jemand muss es ja machen, oder? Und so, aber du musst Optimist sein, oder? Du musst vorwärts schauen, oder? Und ich habe mir gedacht, oder, was ich erlebt habe, ist nicht so schlimm. Holocaust, die Überlebende haben viel schlimmere Sachen erlebt, oder? Und ich habe, ich bin noch jung, oder? Also ich, nicht mehr super jung, oder? Aber ich sowieso, für mich ist es ein Privileg, in der Schweiz zu leben. Oder? Mhm. Ich war, in Amerika habe ich so viel gesehen, so viel Plastik, so viel Discrimination, oder? Mhm. Und viele Probleme. Und jetzt in der Schweiz, ich sehe einfach, wie viel wir auch, wie wir gesegnet sind in der Schweiz. Mhm. Also ich bin auch dankbar und ich denke, wir haben es gut in der Schweiz. Oder? Aber haben Sie Momente auf Despair ja, ja, in Amerika, weil, mit Gefängnis, mit ja, ich war, ja, natürlich, war traurig. Ich fühlte mich hintergangen, oder? Ich fühlte mich beschissen, mhm. Ich fühlte mich ausgenutzt. Mhm. Ich wurde auch benutzt, oder? Ja. Und ich war auch wütend, oder? Und, aber eben, man muss weitergehen, man muss im Leben vorwärts gehen, oder? Und ich kann auch ein Beispiel sein für andere, oder? Die auch schwierig haben, oder? Mhm. Und ich bekomme viel Lob auch von Leuten, die Probleme haben. Die kommen zu mir ins Geschäft und klopfen mir auf die Schulter und sagen, ja, das haben sie gut gemacht und so. Oder? Sie sind wieder aufgestanden und sie machen etwas und sie arbeiten wieder, oder? Sowieso in der Schweiz ist es wichtig, oder? Ich bin nicht negativ so. Also manchmal schon, manchmal bin ich depressiv. Ich brauchte auch psychologische Betreuung. Okay. Das war eine Zeit, wo ich zurückgekommen bin. Ja. Ich hatte Angst. Ja. Ich konnte nicht mal in den Zug gehen. Ich konnte nicht in die Stadt gehen. Wenn viele Leute waren, ich hatte Angst. Oder? Ja. Und ich brauchte wieder psychologische Aufbauung, dass ich wieder einfach normal sein kann. Dass ich auch jetzt dieses Interview, ich hätte vor ein paar Jahren, ich hätte das nicht machen können. Oder? Aber ich habe gelernt, ich muss wieder vorwärts machen und einfach, ja. Und dann ist auch mein Glaube, oder? Ich bin Christ. Mhm. Ja. Und gehen dann, Sie jeden Sonntag? Ja, ja, ich gehe jeden Sonntag. Wir haben eine Haus-Church, mhm. Hausgemeinde, oder? Ja. Und das gibt mir auch Kraft. Und, okay. Und hat auch damit zu tun, dass man zugibt, dass man schwach ist. Dass man Fehler hat, dass man schwach ist. Und ich habe auch Fehler gemacht, ich habe vieles auch falsch gemacht, hätte ich anders machen sollen, eben in der Schweiz bleiben und so weiter. Aber, ja. Aber eben, das ist schwierig, im Nachhinein kann man immer sagen, so oder so. Oder? Also.